Yo ho ho, hey ho, ihr da draußen, willkommen zurück zur Let's Play The Hobbit Lego Edition mit Miss Stutz, wo ich keine Ahnung habe, was das ist. Aber mich freut es natürlich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gönnen wir uns mal wieder ein paar Quests, helfen mal wieder ein paar Leuten, weil wir so übelst nett sind. Was haben wir heute vor? Das ist eine sehr gute Frage. Wie wäre es, wenn wir die Quest hier zuerst nochmal machen? Oder waren wir da schon? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Oder waren wir nicht letztes Mal hier irgendwo unterwegs? Ich glaube, wir waren hier irgendwo unterwegs. Wisst ihr was? Wir gehen mal hier so in die Area. Und schauen, dass wir mal so alles in der Seestadt machen. Habe ich die Quest übersehen? Weiß ich gar nicht. Kann natürlich sein. Und wir nähern uns langsam 100%. Wir sind schon bei 75%, ne? Nachdem wir die letzte Folge, die letzten bei Level auch noch auf 100% geschafft haben. Also ziemlich viel 100%-artiges. Sag ich mal nicht nein zu. So, wie kommen wir da hinten überhaupt hin? Das ist die eigentliche Frage. Die Musik ist jedenfalls cool in der Stadt, die mag ich. Hier irgendwie? Ah, schau mal einen an. So, was will denn der haben? Dann müssen wir das zusammenbauen. Am Kai geht das Gerücht, eine Gruppe Reisender führe im Schilde in Erebor einzudringen. Das ist doch verrückt. Die werden todsicher den wütenden Drachen wecken. Wenn die Bestie Amok läuft, werde ich Seestadt mit meiner treuen Steinschleuder verteidigen. Das heißt, wenn ich es schaffe, sie zu bauen, vielleicht könntest du mir helfen. Vielleicht ist es eine Anspielung auf den dritten Teil, dass jemand mit der Steinschleuder irgendwie den Drachen runterholt. Ich glaube nicht, aber es kann sein. Wahrscheinlich, also ich werde schon jetzt mal sagen, wahrscheinlich geht es so aus, dass der Pfeil direkt da in das Loch dringt, wo die Schuppe fehlt. Würde ich mal so sagen jetzt. Das kann man ja eigentlich schon so vorhersehen. So. Zack. Alter, sogar mit Sitz. Das ist doch gar kein Steinschleuder, du Fisch. Das ist doch so eine, wie heißt das? Elfenschleuder, glaube ich, oder? Weiß gar nicht mehr. Das ist nicht die größte Steinschleuder aller Zeiten. Aber wie heißt es so schön? In der Not frisst der Teufel Drachen. Ja. Hier, für deine Mühe. Vielen Dank. Können wir das? Oh, wir können uns sogar draufsetzen. Ist nicht geil. Schau mich, ob es hier irgendwie ein Easter Egg gibt oder sowas. Kann ich irgendwas abschießen? Wenn wir hier vielleicht lang genug warten oder so? Keine Ahnung. Ah, scheiß drauf. Ah, hallo. Was willst du denn? Ich dachte, die Luft aus Düsterwald sei flussabwärts geströmt und es wäre nur meine Fantasie. Aber nein, die Billwisse haben unsere Boote tatsächlich gestohlen. Sieh sie dir an. Sie dümpeln völlig sorglos dahin. Ich bin ein schlechter Schütze, aber jemand muss diese frechen Kröten ins Wasser werfen und ihnen eine Lektion... Ah, jetzt dürfen wir damit schießen. Aha. Pau. Oh, das ist geil. Zack. Zack. Pau! 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 Alter, wie wen geben? Wie geil ist das denn bitte? Ich liebe solche Minigames. Aber wie wir einfach allen geben hier was los. Zack. Easy peasy. Solche Quests mag ich, vor allem die sind leicht. Und machen Spaß. Und kurz. Und effektiv. Sehen wir jetzt mal nach den Schäden. Das ist wahrscheinlich wieder so eine Questreihe. Das brauchen sie wahrscheinlich gleich nochmal was, oder? Oder? Ne, nicht mal. Vielleicht woanders. Ja, gut. Wo ist die nächste Quest? Da drüben ist jedenfalls nochmal ein Fragezeichen. Und da ist ein Mithrilsteinchen hier unten drin, oder? Wenn ich mein Auge nicht trübt. Oder ist es hier oben drauf? Aber oben drauf habe ich doch letztes Mal eigentlich schon geschaut. Also wenn, dann ist es hier unten drin. Hoffe ich erstmal. Oder? Haben wir das nicht schon mal gemacht? Das haben wir doch schon mal gemacht. Was? Atemlos lebt es, kalt wie der Tod schwebt es, fühlt keinen Durst und doch trinkt es, trägt den Ketten nicht. Ja, das waren doch die Fische, oder? Oder hatte ich da damals nicht genug Fische? Kann das sein?
Machen wir es halt jetzt. Ah ja, schau mal einen an. Das ist natürlich nett. Ah ja, und dann schmeißen sie uns noch Geld zu. Krass. Das ist aber nett. Damit können wir die Fische gleich wieder zurückkaufen. Das war ja auch relativ einfach. Hier ist die nächste Quest. Ah ja, wie es hier vorangeht. Wir uns gönnen. Nein. Schornsteinkiste und Boot, spiel nochmal verstecken. Warum? Warum tust du mir das an? Hier vielleicht an dem Boot. Hallo? Nicht? Ah, Mann. Warum? Ich hoffe mal, die verstecken sich nicht irgendwo auf den Dächern drauf. Das fände ich ziemlich asozial. Hallo, da oben vielleicht? Da muss einer sein, komm. Hier muss irgendwo einer sein. Nee, aber... Nein! Drüben waren coole Sachen. Ich nehme mal jemanden, der hier ein bisschen mehr kann als... nicht, dass Gandalf nichts kann, aber... Keine Ahnung. Nehmen einfach mal jemand anderen. So. Ich hoffe mal, da drüben ist niemand. Ne, schaut nicht so aus. Hier kann ich aber nicht rüber, ne? Ist natürlich nicht so erotisch. Probieren wir das nochmal. Hätte ich vielleicht einen Elf nehmen sollen. So. Gönnen wir uns einfach mal das, was da hinten rumliegt. Warum denn nicht? So. Vielen Dank. Wo können sie sich denn verstecken? Oh Mann. Ich mal erwähnt, dass ich das hasse. Vielleicht sehe ich ja hier irgendwie was. Ist die... Verstecken sich die beiden echt da oben drin? Okay. Ist nur die Frage, wie ich da hinkomme. Drüben irgendwie nach oben? Hier geht's nicht nach oben. Ah, Mann, Mann. Ich sag's euch. Die haben keine Ahnung, was für eine Auswirkung das hat, wenn sie so Verstecken spielen. Wie komme ich denn da hoch? Ich bin ja gerade ein bisschen überfordert. Hier komme ich nirgends hin. Ah, hier versteckt sich jedenfalls einer und die anderen beiden waren oben, oder? Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Wie komme ich da hin, ist die Frage. Bringen wir erstmal den einen zurück. So, 1 von 3. Wie komme ich da gleich nochmal hoch? Hoch. Da drüben geht's irgendwie hoch. Aber ich glaube. Ah, da, schau mal einen an. Ja, ja, ich weiß schon, ich bin schon ziemlich gut. Und der andere war hier oben drin, oder? Ich glaube schon. Es dürfte... Oder? Oder war das der, der einfach nur da drin steht? Dann bringen wir erstmal den jetzt auch noch zurück. Könnte es sein, dass wir es das erste Mal schaffen und alle finden. Natürlich schon ziemlich bosshaft. 2 von 3. Der hat ja irgendwas von Schornsteinen und so gesagt, also ich schätze mal schon. Oder ein Boten hat er auch irgendwas gesagt. Aber ich schätze mal schon, dass ich hier noch irgendwo sein muss. Ah genau, hier geht's nämlich da hoch. Aber ist hier vielleicht irgendwie was? Hier unten vielleicht? Hallo? Nee. Hier war ich noch gar nicht, oder? Hier vielleicht? Ah, na, da oben war ich schon. Da, stimmt, das war es mit der Steinschleuder. Na gut, dann schaffen wir uns noch einen kleinen Überblick, den wir mal hier rüber gehen. Oder auch nicht. Warum muss die Stadt so kompliziert sein? Darüber springen bringt eh nichts, oder? Das glaube ich nicht.
Okay. Ah, Mann. Ich bin froh, wenn ich die Quest hinter mir habe. So, hier rüber. Und darüber. Hier, nehmen wir mal hier jemanden mit Fähigkeiten. So. Oh ja, voll Backflip drauf gemacht. Ha. Hm. Scheint nicht hier zu sein. Das heißt, die muss noch, oder der oder die muss noch irgendwo am Boden sein. Oh Mann, ey. Hier unten irgendwie. Fuck you, man. Wo versteckt sich der letzte? Ich glaube irgendwo in die Richtung. Sind ja, also es ist ja immer einer in eine der Richtungen gerannt. Das ist schön für dich. Das heißt hier, Mann, ey. Nerv nicht rum. Schornstein. Sie hat irgendwas mit Schornstein und irgendwas mit Boot noch gesagt. Das gibt's doch nicht, Mann. Das sind eine der nervigsten Quests, finde ich. Hier oben war bestimmt auch nichts. War hier oben irgendwas? Vielleicht sehe ich von hier oben noch was. Wie komme ich eigentlich da hoch? Ah, schau mal einer an. Ups. Da drüben war ich noch gar nicht hier, oder? In der Area. Ah, hier kann ich das Level machen. Ich wollte schon sagen, was ist hier los. Schauen wir mal, ob das irgendwas bringt, wenn ich hier hochspringe. Dann komme ich hier hin. Kann ich da reinspringen? Geht das denn hier so? Ich weiß mal, das ist einfach nur für das Mithrilsteinchen da hinten. Aber vielleicht sehe ich ja was auf dem Weg dorthin. Und wir haben ein Mithrilsteinchen gefunden. Ich meine, das ist ja schon mal etwas. Ist das ein kleines Erfolgserlebnis? Hier ab und zu mal nach unten schauen. Sich hier nicht irgendwo ein Schlingel versteckt. Eieiei. So, bloß nicht runterfallen. So. Ja, nice. Haben wir wenigstens das schon mal gefunden. Wo ist der? Hier hinten, ganz hinten am Steg vielleicht irgendwo? Nee. Ich hab doch alles durchsucht, oder? Ah, schau mal, hier ist eine rote Quest jetzt geworden. Die ist neu, ich glaube, das war von den... von der Steinschleuder, diese Questreihe. Hey, habe ich dich gefunden? Hörst du mir hinterher? Nee. Ich wollte gerade sagen. Haben ihn gefunden oder haben es nicht gemerkt? Alter Mann. Nerv nicht rum. Hier vielleicht ein bisschen rumparkouren. Scheint auch nichts zu bringen. Ah, ja, ja. Wo versteckt sich der letzte? Ah! Oder... nein? Ich glaube, das war sie nicht. Wenn der andere hätte sie wahrscheinlich respawned eigentlich. War ich hier oben schon? So, meine Güte, ich kenne mich gerade gar nicht aus. Hm. Da unten ist er auch nicht. Wahrscheinlich irgendwo ganz offensichtlich. Wahrscheinlich bin ich auch tausendmal schon vorbeigerannt. Ein Boot vielleicht? Hier, hallo? Nee. Krabben, hier gibt es frische Krabben für alle. Gibt's doch nicht. Kann doch nicht sein.
Im Boot. Ne, ich glaube nicht. Hier unten unter dem Boot vielleicht? Ne, auch nicht. Alter, Mann. Verarsch mich doch jetzt nicht. Ich habe überall geschaut. Überall. Jetzt bin ich wieder hier. Bin schon dreimal durch die Stadt gerannt jetzt. Ah, hier in dem Boot vielleicht. Nee. Hallo. Das gibt's doch nicht. Ich sehe nichts mehr. Ich bin ziemlich überfordert. Wahrscheinlich irgendwo unten am Wasser oder so. Irgendwie, da ist bestimmt irgendwo so eine kleine Plattform. Aber ich sehe die auch nirgends. Hier unten vielleicht. Nein. Jetzt bauen die immer wieder die Boote. Ich weiß gerade gar nicht. Da, in dem Boot vielleicht? Nee. Hier hinten schon? Ja, da war ich schon. Das gibt's doch nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass man mit dem Boot irgendwo hinfahren muss. Holt euch Fisch, kocht ihn, sammelt ihn. Nein. Vielleicht hier oben? Nee. Oben war sie auch nirgends auf den Sachen drauf. Boah. Gibt's gar nicht. Kann nicht sein. Na gut, wisst ihr was? Die kann mich jetzt mal. Der kann mich jetzt mal. Hier hinten ja auch nicht, oder? Ich mache jetzt eine andere Quest. Pff, also wenn ihr wisst, wo die ist. Dann schreib's in die Kommentare. Ansonsten, ja, scheiß drauf, ich will jetzt auch hier nicht 10 Minuten rumsuchen, auch wenn ich es wahrscheinlich schon gemacht habe. In letzter Zeit nicht besonders gut. Mein Vater erzählte mir früher immer von einem jodelnden Schild, der wirklich alle... Das habe ich. Ob du ihn wohl finden kannst? Genauso etwas brauchen wir hier. Haha, herrje, ist das der jodelnde Schild? Er ist drollig. Er hat mich zum Lachen gebracht. Also funktioniert er. Hoffentlich heitert er auch meinen Mann auf. Er murmelte etwas davon, dass er etwas verloren hat. Vielleicht kannst du ihm helfen, wenn du ihn triffst. Trollololololol. Trollololololol. Oh Mann. Ah, schau mal, hier ist eine neue Quest, oder? Aha. Gehen wir doch mal dahin. Die Quest hier ist auch noch aktiv, gell? Vielleicht finden wir ihn ja noch. Oder sie. Oder es. Mal gucken. Das gibt's doch nicht. Die kann ja so gut versteckt sein. Hm. Hallo, was hast du denn verloren? Dein Niveau? Ich habe meinem Sohn ein Glühwürmchenglas gegen seine... Oh, hab ich schon. Hab ich. Allerdings habe ich es nicht bei ihm gesehen, seit wir letztens Thranduils Reich passiert haben. Er ist wohl zu stolz, um zuzugeben, dass er es verloren hat. Könntest du es suchen, wenn du in die Gegend dort kommst? Danke. Mein Sohn gibt sich mutig. Aber ich glaube, wir können alle etwas Licht in diesen dunklen Zeiten gebrauchen. Und diese kleinen Viecher sind so niedlich. Ja. Noch eine neue Quest irgendwo. Ah ja, es ist hier noch eine neue Quest. Oder? Ja, das dürfte die sein. Auch wieder eine Questreihe, Alter. Jetzt müssen wir wahrscheinlich mit dem Sohn reden. Aha. Ja, das dürfte eine neue Quest sein. Vielleicht kriegen wir auch wieder eine rote Quest, wenn wir die abgeschlossen haben. Aber ich glaube meistens immer ist, also wenn wir eine rote Quest kriegen, dann ist meistens die dritte Quest die rote, weil die Questreihe nach drei Quests meistens schon zu Ende ist. Bis jetzt war es jedenfalls, glaube ich, immer so. Hat sich auch nicht mehr versteckt, oder? Okay, war das davor nicht anders hier? Naja. Hallo nochmal. Das fröhliche Jodeln dieses komischen kleinen Schildes hat mich aufgemuntert. Ich bin bereit für eine Herausforderung.
Und wenn der Meister nichts gegen den Verfall der Häuser tut, repariere ich meins selbst. Kannst du diese Kisten mit Bauholz zu mir rüberschieben? Aber achte auf die Löcher im Boden. Das Zeug war nicht billig. Ja, ja. Kein Problem. So. Die Kisten rüberschieben, sagst du. Dann machen wir das doch mal. Wir brauchen irgendjemanden starken. Hier, Sauron. Du kannst das. Also, das hier rüber. Und das hier hin. Dann das hier rüber. Und hier rüber. Und hier rüber. Das ist ja easy hier. Ich voll den Durchblick habe. Zack. Dann hier hin. Zack. Dann können wir nämlich das hier, ohne es runterzufallen lassen, hier hinschieben. Hier hinschieben. Und dann zu ihr schieben. Boah, ich bin so ein Boss. Das gibt's nicht. Danke noch bitte. Mal. Puh, alles zu überwachen ist anstrengend. Zeit für eine Teepause. Wo ist mein Mann, wenn man ihn mal braucht? Oder ist doch eine längere Questreihe? Ah, schon. Alter, krass. Wie die mich hier durch die ganze Stadt schicken. Ich muss da rüber irgendwie. Wieder ins Wasser. Oh. Ich wollte gerade sagen, wieder ins Wasser springt, aber ich war gerade nicht besser. Komm. Sprung schafft man sogar. Noch eins rüber muss ich hier. Ich wollte eigentlich die rote Quest jetzt mal annehmen. Aber wenn die mich hier die ganze Zeit durch Seestadt durchschicken, dann. Von mir aus. Ich meine, solange wir die Quest auch schaffen. Meine Frau saniert unser Haus und ich soll mehr Holz besorgen. Aber sieh mich an. Sehen diese Arme so aus, als könnten sie mehr als einen Laib Brot tragen? Nö, nicht wirklich. Wenn ich die sagenhaften Steinriesenhandschuhe vom Hohen Pass hätte, vielleicht. Aber so? Und wenn ich ganz viele Streicher... Ja, die haben doch auch schon, oder? Wollte gerade sagen. Du hast tatsächlich Steinriesenhandschuhe gefunden. Ich bin ehrlich, ich wollte sie für mich, um den Schuppen aufzuräumen. Aber ich besorge auch Holz. Versprochen. Das ist natürlich das Praktische, wenn man schon alles auf 100, also schon einige Level auf 100% hat. Ah, schau mal, da ist sogar doch eine rote Quest rausgekommen. Ist ja cool. Da muss man sich die Sachen nicht mehr suchen, dann gibt man die halt gleich ab. So. Was willst du jetzt mit der roten Quest? Wie viele Quests wir heute machen? Voll krass, oder? Danke nochmal für die Handschuhe. Meine Frau und ich kommen gut voran mit dem Haus. Oder vielmehr, wir kamen voran. Ich habe sie mit Backsteinen verwechselt und einen Schornstein daraus gebaut. Ich belästige dich ungern nochmal, aber könntest du mir stattdessen ein paar Mithril-Hammerhände schmieden? Die habe ich doch auch schon, oder? Ich rate dir dafür, wie du unterwegs mehr Diamanten findest. Danke noch. Achso, nee, die habe ich noch nicht. Das ist sogar ein Entwurf, den wir, glaube ich, noch nicht haben. Krass. So, jetzt haben wir mal die Quest 3 hier abgeschlossen. Alter Schwede. So, wir müssen hier irgendwie ein Boot besorgen, damit wir ein bisschen rumdüsen können. Wo ist denn das Boot? Ich habe noch irgendwo Boote. Hier drüben, hier, da. Genau das brauche ich. So. Nein. Ist jetzt in dem Boot drin? So, danke. Dann düsen wir mal ein bisschen rum und schauen, dass wir hier das Richtige finden. Komm ich da überhaupt vorbei? Ich hoffe einfach mal. Ah, easy. So ein bisschen schneller vielleicht. Wie kommen wir denn da links überhaupt hin? Kann ich einfach aussteigen eigentlich? Nee. Verdammt. Und da drüben kann ich an... Ah, da, schau mal, da kann ich anlegen, okay. Da gibt's auch eine Quest, aber erstmal schaue ich hier mich um. Ich will nämlich dahin, genau. Den Typen kaufen. Den dürfen wir auch aus dem Wasser kaufen können, oder? Nee, da müssen wir anlegen, okay. Wie sich da oben versteckt. So eine Pusi. Naja, wenn er so unbedingt will... Müssen wir da echt einmal außen rumklettern. Oh mein Gott. Dann parkouren wir halt einmal außen rum. Hier, Bilbo. Mit seinen kleinen
Hobbit-Füßchen. Der packt das schon. Willst du nicht darüber springen? Zack. Na, also geht doch. Ja, schau mal, so schwer ist das jetzt auch nicht. Oder? War noch nicht so schwer. Nein, nicht runterfallen. Okay. Hallo, Percy. Percy Jackson. Alles klar. Ups, jetzt bin ich ins Wasser gefallen. Probieren wir den Sprung nochmal. Gut, wenn ich nicht nach unten sehe. Okay, probieren wir es nochmal. Komm. Nein, direkt zwischen die beiden Steine. Oh mein Gott. Okay, dann gehen wir jetzt erst hier nach unten und dann springen wir jetzt hier rüber. Komm, verarsch mich. Das ist sogar drauf gegangen. Ah, na also. Passt doch. So, hier ist noch irgendwo ein Mithrilsteinchen. Können wir da... Ah, da drüben können wir anlegen, okay. Und hier ist aber noch irgendwo ein Charakter, gell? Ja, hier drüben. Und da ist noch ein Mithrilsteinchen. Alter Schwede. Ganz schön einiges zu tun hier. Kann ich hier nicht anlegen? Ah, da drüben muss ich anlegen. Okay. Zack. So. So, wiederum ein paar Korn. So. Probieren wir das Ganze nochmal. So, 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 so. Und dann einfach hier angeln. Mal schauen, was wir so fischen. Oh, wieder eine Menge Geld. Und ein Schlüssel. Ist natürlich bosshaft. Ich frage mich, ob wir auch noch ein Skelett, ein Mithrilschlüssel oder sowas kriegen. Aber ich glaube nicht. So. Alter, bosshaft Parkouring hier. So, darüber. Und es bloß nicht fällen beim letzten Sprung. Oh, easy peasy lemon squeezy. Wie wir es einfach nur rocken. So, kann ich da rüber springen? Ja, ganz easy. Muss ich erst wieder zurückgehen. Und wieder in das Boot einsteigen. So. Weiter geht's. Denn hier drüben ist eine Mithril-Quest und ein Typ zum Freischalten. So. Aber ist das nicht der Gemeine? Was war der andere dann? Alfred. Keine Ahnung. Wer war Percy dann? Pff, frag mich nicht. Mein Boot war ein totales Wrack, nachdem diese Orks damit durchgebrannt waren. Also muss ich wohl ein neues kaufen. Das wird nicht gerade billig. Da fällt mir ein, eine Mithril-Beuteklinge soll sehr nützlich sein, wenn hab ich die schon? Zu Geld kommen will. Ich glaube, wir haben Beute. Wenn du mir schnell eine schmiedest, verrate ich dir, wie du deine schlimmsten Feinde alt aussehen lässt. Oh ja, wäre schon cool. Ich glaube, die können wir sogar schon machen, wenn mich nicht alles täuscht. So. Alter, haben wir viele Quests heute erledigt. Aber ich würde sagen, wir holen uns das Mithril-Steinchen da drüben noch. Und legen dann noch an und holen uns den Typen noch. Oder? Würde ich auch sagen. War ich in die richtige Richtung eigentlich? Ja, perfekt. Direkt in die richtige Richtung. Das muss ja drüben irgendwo sein. Okay. Ah, schau mal. Also, easy. Easy peasy. Da kommen wir ja ganz easy ran. Einfach nur Saruman. Dann hat sich die Geschichte schon. So. Vielen Dank. So, und dann müssen wir noch irgendwie hier hin düsen. Da gibt es sogar auch noch eine Quest zum Annehmen. Wo war der Steg jetzt hier? Irgendwo war da ein Steg. Ah, da. Ah, den müssten wir was bauen. Schau mal, das können wir auch gleich machen. Können wir den Typen noch kaufen, dem noch was bauen. Hoffentlich ist es keine Questreihe. Das wäre nervig. Lass mal den Typen kaufen. Oh, wir haben schon fast die 2 Milliarden jetzt. Krass. So, Alter, wie wir hier hochparkouren müssen.
Kannst du nicht einen einfacheren Platz aussuchen? Ich bin hier ein alter Mann. Alter, wie weit? Was ist los? Wo geht's denn da überhaupt hin? Ist der echt unten irgendwo? Was? Ah, hier ist er. Okay. Cool. Nehmen wir mal kurz ein Pferd und reiten hier rüber. Mal schauen, ob hier irgendwas ist noch. Würde mich einfach mal interessieren. Wo kommen wir denn hier hin? Okay. Bin ich denn jetzt eigentlich? Da bin ich. Okay, komisch. Muss ich wahrscheinlich von der anderen Seite irgendwie was bauen, damit ich da durchkomme. Alles klar. Dann kriegen wir dafür mithrige Steinchen. Da bin ich aber auf der falschen Seite. Das ist aber cool, dass es hier so verbunden ist, das Gebiet. Das hat das echt cool gemacht. So, dann nehmen wir die Quest hier noch an und hoffen, dass es keine Questreihe ist. Sondern nur eine. Und dass wir alle Materialien natürlich haben. Dings. Hätt ich ne Piratenschaukel, dann ging's. Ja, ja, ich weiß. Ich singe nicht besonders gut. Aber ich sag dir was. Wenn mir jemand diese Schaukel bauen würde, hätte ich vor lauter Vergnügen gar keine Zeit mehr zum Singen. Oh, das ist natürlich gut. Sofort die Schaukel bauen. Ja, dürften wir alles haben. Hier ist 4 Holz. Da haben wir sowieso genug. Seil und Stein. 999 Steine hatten wir schon. Gut, dass wir da ein bisschen was verbrauchen durften. Sodele. Heute ist das ein fettes Gebilde. Krass. Alter, was ist los, Mann? Darf ich auch mal was machen? Ich will auch halt in die Schaukel dann einsteigen, gell? So. So ein Geländer. Alter Schwede. Der richtige Freizeitpark hier. Das ist ja cool. Das wird schon echt eine bosshafte Raketenschaukel, sag ich schon. Piratenschaukel, so wie das ausschaut. Aber sogar mit Schild als Verzierung, Alter. Ich will auch eine Piratenschaukel. Voll unfair, weißt du, der kriegt das einfach von irgendeinem Stranger, der vorbeiläuft. Voll krank. Fetter Stab. Fuck. Ich hab schon wieder vergessen, das anzuziehen, damit ich da mehr Zeit hab. Ah. War's das? Ich glaube, das war's. Also eine coole Piratenschaukel. Du hast mir ja wirklich eine Schaukel gebaut. Und noch eine echt piratige. Tja. Jetzt muss ich wohl aufhören zu singen, oder? Und ich hatte schon ein Lied vorbereitet, falls du es nicht schaffst. Naja, danke für die Schaukel. Verdammt, ich hätte es nicht schaffen sollen. Kann ich das einsteigen? Oider! Oh, macht das Spaß! Oider! Ja, voll geil. Oh Mann. Aber ich glaube, bringen tut's mir nicht wirklich was, gell? So, bleibst du mal stehen. Danke. Ins Wasser springen. Sau nett. Ja, ziemlich bosshaft. Das war's dann auch hier schon wieder. Hier brauchen wir das da und hier war die Quest mit dem Verstecken. Also wenn ihr wisst, wo die Typen sind, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten haben wir heute ziemlich viel mal wieder geschafft, hätte ich gesagt. Einiges sogar. Wir haben fast ganz Seestadt hier fertig gemacht. Also ich glaube, wir haben mindestens 10 Quests gemacht oder sowas. Schon ziemlich bosshaft. Also, hoffe, euch hat's gefallen. Ich war's, euer Raffi. Haut da rein. Wünsche euch allen einen schönen Start ins Wochenende. Seid stolz auf euch, dass ihr die Woche geschafft habt, ohne drauf zu gehen. Und bis dann, haut da rein. Over and outro.